Schenk mir ein paar Minuten deiner Zeit und ich werde dein Sprechen auf das nächste Level katapultieren. Wir gehen also als allererstes mal hier über dieses kleine Mirobot, was ich erstellt habe, und wir werden erstmal feststellen, was dich überhaupt zu einem normalen bzw. schlechten Sprecher macht. Also, hier könnt ihr nochmal das Board sehen, hier haben wir den normalen Sprecher, links die Sachen, die dich davon abhalten und rechts haben wir den exzellenten Sprecher mit einem Schritt-für-Schritt-Plan, den ich dir später im Laufe dieses Videos mitgeben werde. Also, ich würde mal sagen, wir fangen als allererstes an mit dem ersten Pain-Point und zwar Selbstbewusstsein. Wenn du nicht selbstbewusst bist, dann wirst du nicht ordentlich sprechen können. Wenn du nervös bist und stotterst und nicht weißt, wie du deine Meinung rüberbringen willst, dann wird dir auch niemand zuhören. Aber zu diesem Thema Selbstbewusstsein habe ich aber auch schon einige Videos auf YouTube gemacht, deswegen check die hier auf jeden Fall ab. Aber als Beispiel, du rufst bei einem Arzt an und du möchtest einfach nur einen Termin machen und sagst dann, ja, hallo, hier ist Termin, ich brauche einen für 13 Uhr. So, du hast keine Ahnung, was du sagst, du hast Angst, vor allem, wenn du mit Autoritätspersonen sprichst. Also, Selbstbewusstsein, A und O. Und dafür, wie gesagt, viele Videos, check die auf jeden Fall ab. Und dann kommen wir auch direkt zum zweiten hier, und zwar der fehlende Wortschatz. Meistens ist es so, dass man festgefahren ist in einem Slang. Das heißt, du und deinem Umfeld, du hast deine gewissen Wörter, deine Keywords, deine Insider und so weiter, die verstehen aber nicht alle Menschen. Und deswegen musst du auch da deinen Wortschatz erweitern. Also wenn du mit einem Kunden beispielsweise sprichst, fängst du nicht einfach an zu sagen, hä, oder was, sondern wie bitte beispielsweise. Das heißt, erweitere deinen Wortschatz. Und dann kommen wir auch direkt zum dritten, und das ist das fehlende Wissen. Denn wenn du keine Ahnung hast, worüber du sprichst oder wovon du sprichst, dann kannst du auch nicht ordentlich sprechen. Das heißt, fehlendes Wissen ist ein Riesenpunkt, den du beheben musst, und der wird dir nicht nur einfach nur beim Sprechen helfen, sondern auch generell, wenn du erfolgreich werden willst im Leben, in egal welchem Bereich. Also eigne dir Wissen an. Und dann kommen wir auch hier unten zu keine Flexibilität. Denn wenn du nicht weißt, wie flexibel du in deiner Tonlage und so weiter bist oder situationsabhängig, dann wirst du den Menschen nicht treffen können. Das geht doch direkt über mit keine Emotionen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise mit jemandem interagierst, der vielleicht hier deine Sad Story gerade mit dir teilt, der seine Freundin hat ihn verlassen, dann kannst du, wenn du ein energischer, aggressiver Typ von Natur aus bist, kannst nicht anfangen, ihn anzuschreien und zu sagen, mach es so, sondern du musst einfühlsam mit ihm sprechen, um eine emotionale Bindung mit ihm aufzubauen, damit diese Person auch wirklich das versteht, was du ihm sagen möchtest. Ansonsten kommt alles falsch rüber. Also, ganz wichtig, situationsabhängig, flexibel sein und emotional sprechen, dass die Leute wirklich verstehen, was du sagen willst. Eine emotionale Bindung zum Zuhörer aufbauen. Und dann kommen wir auch zum letzten und meiner Meinung nach zum schlimmsten, das Reden um den heißen Brei. Jeder kennt es von euch, von der Freundin oder vom Freund. Schickt euch eine Audio, die 10 Minuten lang ist und sie wollte euch eigentlich nur erklären, dass sie einkaufen gegangen ist, erklärt dann aber 40, 50 verschiedene andere Punkte, die gar nichts damit zu tun haben, und du swipest einfach die Audio durch. Und jetzt stell dir mal vor, ihr sitzt euch gegenüber. Wie würde das rüberkommen? Wie wäre das Gespräch? Dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn nach 5 Minuten jemand das Handy rausholt und anfängt auf TikTok zu swipen oder was auch immer. Wenn dieses Gespräch langweilig ist, wenn du nicht zum Punkt kommst, wenn du mir 15 Minuten lang brauchst, zum Erklären, dass der Himmel blau ist, dann weiß ich auch nicht. Denn diese Information könntest du mir in 15 Sekunden schnell runterbrechen und dann hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Die ganzen Zeitinfos sind unnötig. Also, red nicht um den heißen Brei und komm zum Punkt. Und das sind alles Dinge, die dich zu einem normalen Sprecher machen. Der nervös ist, der einen eingeschränkten Wortschatz hat, dem das Wissen fehlt, der um den heißen Brei redet, der keine Emotionen in seine Stimme mit einbringen kann und nicht flexibel in seiner Stimmlage ist. Also Freunde, sehr, sehr wichtig, das alles zu verstehen. Wenn ihr euch da wiedererkannt habt, dann müsst ihr daran arbeiten. Aber jetzt, der 3-Schritt-Plan, wie du ein exzellenter Sprecher wirst, in kürzester Zeit. Also, wir fangen mal an mit dem ersten. Und zwar laut lesen. Laut vorlesen ist so underrated, vertraut mir. Denn wenn du einfach nur ein Buch vor dir hast und einfach mal diese Wörter laut aussprichst, dann lernst du mit deinem Mund diese ganzen Wörter auszusprechen. Du lernst diese, du erlangst die Mundmotorik, um alles wirklich auch properly auszusprechen. Und deswegen, sehr, sehr wichtig, Freunde, laut vorlesen, 20, 30 Seiten am Tag, und gleichzeitig lernt ihr dann natürlich auch noch was dazu, wenn ihr euch auch ein gutes Buch aussucht. Deswegen empfehle ich euch auch, nicht irgendein Kinderbuch zu nehmen, wo die einfachsten Wörter drin stehen, sondern irgendein Buch, was euch interessiert, was euch im Leben weiterbringt, um direkt 2 Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen. Also, du bildest dich weiter, gleichzeitig lernst du auch noch das Sprechen. Also, laut lesen, 20, 30 Seiten am Tag. Und dann kommen wir auch schon direkt zu Step 2, und zwar schreiben. Und jetzt denkt sich der ein oder andere, hä, warum soll ich schreiben, wenn ich sprechen lernen will? Ja, du musst lernen, deine Gedanken zu strukturieren und zu bündeln und wirklich mit einem roten Faden so gesehen abzuarbeiten. Und dafür ist das Schreiben einfach
optimal. Denn gleichzeitig lernst du nicht nur einfach beispielsweise das Copywriten, was ein sehr profitabler Skill ist, sondern kannst auch gleichzeitig deine generellen Kommunikationsskills, das, worum es hier auch in diesem Video geht, zu verbessern. Und dafür empfehle ich dir, einfach mal ein paar Stories zu schreiben. 4, 5 Stories mit verschiedenen Emotionen. Eine Story, wo der Hund gestorben ist und dass es einfach so tragisch war. Und eine Story, wo du motivierst und inspirierend bist. Und eine andere Story, wo du einfach nur sauer bist, damit du verschiedene Emotionen hast. Denn das ist extrem wichtig für Schritt 3. Lies diese Texte vor, wie in einem Schauspiel mit der geschriebenen Emotion. Das heißt, du hast gerade erklärt, beziehungsweise einen Text geschrieben, wo der Hund gestorben ist von jemandem. Dann lies den Text auch so vor. Lies ihn vor. Der Hund ist gestorben und ich war fassungslos und ich wusste nicht, was ich tun soll. Was auch immer. Und im nächsten Text bist du inspirierend und du willst den Leuten erzählen, dass die Leute besser werden sollen. Denn das ist das, wofür wir Menschen hier auf dieser Erde sind. Und so weiter und so weiter. Denn gleichzeitig, während du ein Schauspiel machst, lernst du einfach deine Stimme der Situation entsprechend anzupassen. Und das macht dich zu einem besseren Sprecher, denn das kannst du adaptieren auf dein alltägliches Leben, ob du ein Verkaufsgespräch führst, mit deinem Chef redest, mit deiner Freundin sprichst oder mit wem auch immer. Und das ist es. Es sind diese 3 Schritte. Die folgst du Woche für Woche. Den ersten Schritt, 1, 2 Wochen lang, jeden Tag 20, 30 Seiten lesen. Den zweiten Schritt, schreiben. Dann schreibst du 3, 4, 5 Texte, vielleicht sogar 10 Texte. Und dann ist der 3 das Schauspiel. Und dann liest du einfach nur die Texte in den dementsprechenden Emotionen vor. Aber jetzt kommt der Plot-Twist, um wirklich die maximale Performance rauszuholen. Und zwar, recorde dich. Das heißt, stell dein Handy auf oder deine Kamera und filme dich, während du sprichst, um zu verstehen, wie du sprichst, wo deine Probleme sind und wie deine Message rüberkommt. Während du das siehst und analysieren kannst, wird es offensichtlich, wo du selber noch slackst, wo du Probleme drin hast. Und das wird dir extrem, extrem dabei helfen. Deswegen, macht es, filmt euch, schaut es euch an, versucht zu verstehen, wo eure Probleme drin sind und arbeitet proaktiv dagegen an. Schaut, habt ihr das fehlende Wissen? Redet ihr um den heißen Brei? Habt ihr keine Emotion, keine Flexibilität, kein Selbstbewusstsein, der fehlende Wortschatz? Ihr werdet identifizieren, wo euer Problem drin liegt und ihr werdet daran arbeiten können. Und dann werdet ihr auch ein exzellenter Sprecher letztendlich dann werden. Und das ist essentiell für den Erfolg, für die Kommunikation generell mit Menschen, weil wir sind Menschen und kommunizieren ja auch nur mit Menschen. Und wenn du nicht sprechen kannst, wenn du deinen Punkt nicht rüberbringen kannst, dann wird dir auch niemand zuhören und keiner wird dich ernst nehmen und keiner wird verstehen, das, was du sagen willst. Also, ein exzellenter Sprecher zu sein, ist mit das Wichtigste, was man haben kann, vor allem in der Businesswelt, aber auch in der generellen Welt. Also Freunde, gebt Gas! Lernt das, führt es einfach mal aus, lest einfach nur durch das laut Vorlesen werdet ihr euch wirklich, wirklich gravierend verbessern, gleichzeitig durch das Schreiben und dann noch das Schauspiel und ich kann euch wirklich nur garantieren, dass ihr ein neues Level in der Sprache erreichen werdet. Und ich danke dir, dass du mir diese paar Minuten geschenkt hast und ich hoffe, dass du das befolgst, denn wie gesagt, ich garantiere dir, dass du, wenn du das hier befolgst, Stück für Stück, angepasst natürlich individuell an dich und deine Probleme, dann wirst du ein exzellenter Sprecher werden. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde.